Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, aber denken tust du nie. Ich würde ein bisschen länger quellen lassen, dass er ein bisschen aufgeht. Das hat dir nicht gefallen. Ja, gefallen oder nicht gefallen, wenn man Hunger hat. Ihr könnt ja dann, wenn der Reis gekocht ist, ein bisschen mehr Wasser reinmachen für euch. Nee, das kann ich nicht. Darum geht's nicht. Ich möchte gern ein bisschen mehr gekocht, dass er nicht so trocken ist. Ich habe einen Reiskocher zu Hause, der kocht den auch Reis. Also den auch weich, den Reis. Yep. Ich habe sogar extra gestern gefragt, wer gerne den Reis so gehabt hätte, wie du es gekocht hast. Die Mehrheit hat abgelehnt. Deswegen habe ich das so gemacht. Mir ist es Wurst wie Käse. Ich könnte dir ein bisschen von meinem Reis geben, wenn ich ein bisschen mehr Bohnen kriege. Nee, musst du nicht machen. Mir ist es wurscht. Ich esse halt, ich schlinge mir die runter. Ich würge sie mir runter. Ja, weil das ist halt, so. Bohnen sind eigentlich auch da, um sie jetzt auch zu essen. Ja, aber die sind auch so brutal hart. Die müssen auch besser gekocht werden. Ja, ja, die werden auch gekocht. Ja, die waren knallhart. So knallharte Bohnen kann ich nicht essen. Also ich finde sie weich. Ich finde sie weich genug. Wer mag von uns die Bohnen super gerne? Wer mag schon die Bohnen hier? Am Ende entscheidet jeder selber, was er essen will und was nicht. Ja, richtig. Ja, aber die Portion, die jeder bekommt. Ja. Genau. Habt ihr Probleme heute Morgen? Ja, man könnte sich die Energie auch sparen, ja. Nee, das sind nicht die Probleme. Und die Diskussion ist ja primär mit dir entstanden, Harald. Mit mir? Nee, mit mir ist sie nicht entstanden. Doch. Nein. Ich habe meine Meinung auch dazu, genauso wie du die deine hast, Harald. Und die möchte ich gerne auch sagen. Du, die hast du ausgiebig gesagt, ich möchte stundenlang über dieses Essensthema diskutieren. Ja, aber du kannst nicht erwarten, dass du was erzählst und die andere Person nicht. Ja, das ist nervig, das Essensthema, das ist nicht das Wichtigste. Ja, aber weil es gerade nicht genauso läuft, wie ihr es gerne hättet. Nein, nein, weil ich darüber nicht stundenlang diskutieren will, darum geht es hier nicht. Das nervt mich eigentlich ziemlich ab, weil ich finde es halt fürchterlich anstrengend. Ja, da bin ich ehrlich, da habe ich auch nicht mehr so wahnsinnig die Geduld. Ja, gut, dann läuft's so, wie wir es wollen. Ganz einfach. Wir sitzen alle in einem Boot, so lange wie wir sitzen. Ich sitze auf einer Yacht. Das ist schön, Harald. Freue ich mich für dich. Ihr sitzt in einem Boot. Wir sind ein Team, das ist richtig. Trotz allem geht's jetzt in die letzte Runde und jeder will gewinnen. Aber keiner ist hier wichtiger oder hat mehr Rechte oder mehr Stimmen. Mir geht eure Diskussion auf den Sack. Ihr diskutiert über alles. Dann lass uns doch. Und wir bringen es auf den Tisch. Aber genau. Harald, du bist aber halt auch immer mit drin. Du sagst doch nicht, wann ich aufhören soll zu diskutieren. Ich diskutiere nicht mit. Harald, weißt du, was ich nie verstehe? Dass du mich nie ausreden lässt. Nee, rede aus. Rede aus, meine Schatz. Ja. Rede aus. Genau. Zu dir passt auch viel nicht. Und schon wieder wollen wir persönlich werden. Ich bin echt überrascht. Du bist persönlich geworden. Nein, ich habe und gesagt, du bist immer die, ob das aussehen. Anushka ist, du schießt los und dann sagst du, oh, wie despektierlich, oh, wie persönlich. Tina stellt sich da natürlich schon so ein bisschen, ja, als Sittenwächterin auf. Wenn man dann was dagegen hält, dann ist das immer gleich frech oder despektierlich. Und um Gottes Willen darf man ja nicht, ja. Oh, bitte. Ja. Doch. Ist klar. Aber das ist kein Problem, Schatz, das macht nichts. Ja. Ich habe dich trotzdem lieb. Gibt es denn jetzt aber kein anderes Problem als dieses komische Essen? Tina will bloß immer Fairplay bleiben. Finde ich auch. Ich gebe mir vor allen Dingen sehr große Mühe. Wir geben uns alle große Mühe. Aber es klingt immer ein bisschen wie Lehrerin. Anushka, hör doch mal auf. Ist aber bitte. Auch nicht böse. Du hast auch gestern. Ja, man kann ja nicht künstlich nett sein. Auch gestern, als wir eigentlich. Oder das nicht ist nicht unhöflich. Ja, mach doch, was du magst. Können wir uns bitte auf eine Sache einigen? Nein, weil du die ganze Zeit, seh dich manchmal da sitzen so. Nein, gar nicht.